Gemeinsame Auftritte, gemeinsame Fans, gemeinsam wachsen. Das klingt erstmal alles zu schön, um wahr zu sein, aber in dieser Folge erzähle ich dir, warum Bandfreundschaften so wichtig sind und es gibt am Ende der Folge auch noch was zu gewinnen. Bleib also unbedingt dran. Hey und herzlich willkommen zu Mocktastisch, der Band-Help-Guide und Marketing-Channel, gerade für junge Bands und Musiker. Ich bin Julian und in dieser Folge dreht sich alles um das Thema Bandfreundschaften. Nun, jeder von euch, der vielleicht schon ein bisschen länger in der Band spielt, wird es kennen. Und zwar als Band an sich ist man ja eh schon ein geschlossener Kreis. Wir als Band gegen den Rest der Welt. Das muss aber nicht so sein. Ich meine, na klar, man betrachtet die anderen Bands zunächst erstmal als Kontrahenten und das ist Konkurrenz. Das ist auch gesund, belebt natürlich das Geschäft und stachelt einen dazu an, besser zu werden. Aber es ist genauso wichtig und ratsam, das auf so einem gewissen niedrigen Level zu halten. Denn Bandfreundschaften, Freundschaften aufzubauen zu anderen Bands, kann nicht nur für dich profitabel sein und du kannst davon dir etwas rausziehen, sondern das hilft allen weiter, stärkt die Szene, stärkt den Zusammenhalt generell, also von daher, Bandfreundschaften sind gut. Dazu habe ich ein wunderbares Beispiel, nämlich heute die Band Mein Karma, die in der vergangenen Woche ihre neueste EP released haben auf Spotify. Wenn du jetzt nicht weißt, was die Band für Musik macht, nun hören wir einfach mal rein. So, jetzt hast du schon mal einen groben Einblick darüber, was die Band eigentlich für Musik macht. Und am Ende verlosen wir noch dieses T-Shirt hier. Ich zeig's nochmal. Wie ihr das Ganze gewinnen könnt, erzähle ich euch dann natürlich wie immer am Ende des Videos. Jetzt ist erstmal wichtig, ins Thema einzusteigen. Zunächst einmal das Allgemeine von mir. Gerade junge Bands und Musiker sollten sich Mitstreiter suchen, denn auf Dauer ist es nun mal so, dass man sich gegenseitig besser macht. Wie anfangs erwähnt, stachelt man sich vielleicht sogar im besten Fall positiv gegenseitig an, sich zu verbessern und oh, die Band hat jetzt den Song rausgebracht, das hätte mir auch einfallen können. Das heißt, das pusht einen gegenseitig so ein bisschen auf einem höheren Level. Offensichtlich ist natürlich, dass man gegenseitig füreinander werben kann. Das heißt, wenn ich mich mit einer Band befreunde, kann ich auf meinen Plattformen meinen Fans zeigen, hey, hört auch mal in die Musik von der Band rein, die ist nämlich ziemlich cool. Und natürlich muss es dann von der anderen Band genauso kommen. Hey, ich bin Julian von Mocktastisch. Du findest auch, dass mein Kanal so heiß ist wie das Höllenfeuer? Ich würde es euch gerne beweisen. Wenn wir es schaffen, bis Ende Mai 100 Abonnenten zu sammeln, dann trinke ich eine Flasche Tabasco. Ich schwör's, 100 Abonnenten, eine Flasche Tabasco, Mocktastisch. Das Allerwichtigste aber, warum man Bandfreundschaften hegen sollte, ist, dass man sich gegenseitig weiterhelfen kann. Und zwar, der eine hat vielleicht gute Erfahrungen auf dem Themengebiet gesammelt, während die andere Band gute Erfahrungen auf den anderen Themengebiet gesammelt hat. Das kann man in einen Topf werfen und vermixen und sagen und sich gegen austauschen, besser machen, die Expertise einfach teilen. Und das ist das große Ganze. Tretet nicht gegeneinander an, seht euch nicht unbedingt immer als Kontrahenten und Konkurrenz, sondern seht euch als einheitlich als Musiker. Wow, was für ein Appell. Und zum Thema Bandfreundschaften natürlich passen meine heutigen Interviewgäste, Mein Karma. Die haben nämlich in der letzten Woche ihre EP Monuments auf Spotify in rein digitaler Form veröffentlicht und die ist aufgrund einer Bandfreundschaft überhaupt erst entstanden. Und wie das funktioniert hat, da wollen wir doch direkt mal nachhaken. Hi Jungs von Mein Karma. Moin Leute, wir sind Jonas und Fleming. Wir sind von Mein Karma, eine Metalband aus der Nähe von Oldenburg. Und wir sind froh, dass wir heute bei diesem Interview dabei sein können. Ja, wir freuen uns. Wie ich gerade schon gesagt habe, ihr habt in der vergangenen Woche die EP Monuments auf Spotify veröffentlicht. Die ist nur im Rahmen einer Bandfreundschaft überhaupt erst entstanden. Du könntest mir erzählen, wie hat das Ganze überhaupt funktioniert? Das war so, dass Jonas und ich, wir haben vorher schon mal ein Projekt gespielt. Da haben wir auch schon bei einem Kumpel aus der befreundeten Band von uns unsere EP aufgenommen oder sogar zwei EPs. Ja, und dann haben wir das bei unserer neuen Band, die sich dann gegründet hat, genauso gemacht. Wir haben ihn angeschrieben und gefragt, ob das fit geht, dass wir das bei ihm machen. Und ich meine, klar, hat das dann auch für uns gemixt und gemastert. Hundertprozentig. Jetzt mal weg von eurer EP. Gibt es noch andere Bereiche, wo ihr als Band Hilfestellungen erhalten habt oder Hilfestellungen gegeben habt? Im Endeffekt ist unsere Band entstanden aus Bandfreundschaften. Ich habe vorher mit Fleming in einer Band gespielt, Johnny und Heinke haben zusammen in einer Band gespielt. Und ja, im Endeffekt ist auch die ganze Band eigentlich durch Johnny entstanden. Also Johnny war vorher mit Heinke halt in einer Band namens Ein Fisch ohne Fahrrad.
Und irgendwie haben sich dann die Wege von den Bands all irgendwie verlaufen. Und eines Tages dachte sich Johnny, hey komm, ich bin gerade am Punkt, ich habe wieder Bock auf eine Band. Und dann hat er halt geguckt und rumgefragt, so, wen kann man gut ins Boot holen. Wollte dann auch schon direkt eigentlich Heinke mit dabei haben. Heinke war zu dem Zeitpunkt in einem anderen Projekt und Johnny hat dann mit ihm eine Wette gemacht, weil Heinke gesagt hat, hey, ich gebe doch nichts auf, was jetzt schon so einigermaßen safe ist für etwas, was halt noch gar nicht irgendwie existent ist in irgendeiner Weise. Da hat Johnny gesagt, hey komm, wenn ich bis zum Ende der Woche eine komplette Bandbesetzung theoretisch zusammen hätte, dann musst du bei mir mitmachen. Und dann hat Johnny ein bisschen rumtelefoniert, hat ein paar Freunde gefragt, auch wieder Freunde aus anderen Bands. Dadurch ist er dann auf Fleming gekommen und hat dann auch von mir den Kontakt bekommen und hat dann nach und nach die Leute angeschrieben und dann haben wir halt uns getroffen und da hat man sich dann auch gegenseitig das erste Mal gesehen. Ich wusste vorher gar nicht, dass Fleming zum Beispiel wieder dabei ist und dann saß er da auf einmal und irgendwie hat es dann funktioniert von dem ersten Moment an. Merle haben wir dann noch über ein paar andere Kanäle geholt, aber sonst eigentlich die Grundbesetzung ist aus Bandfreundschaften entstanden. Ja, und dann noch ein weiterer Punkt, der durch diese Bandfreundschaften halt entsteht, ist, dadurch, dass wir halt hier in Oldenburg zum Beispiel ein relativ schönes und nettes Bandnetzwerk haben, entsteht halt ein relativ gutes Gig-Angebot, sodass, wenn eine kleine Band zum Beispiel einen kleinen Auftritt organisiert, dass man andere Freunde mit ins Boot holt und die machen dann auch wieder Auftritte und holen die anderen mit rein und so weiter. Und dadurch ergibt sich halt eine echt schöne Metal-Szene in Oldenburg und zu. Ah, okay. Ich kenn's ja zum Beispiel, wenn ich mit meiner Band Backstage irgendwo bin, dann ist das so, dass die Bands an sich im Backstage-Bereich eher unter sich sind und nicht so sehr aufeinander zugehen und man sich doch irgendwie mehr als Kontrahenten sieht, auch wenn ich persönlich nicht der Ansicht bin, auf jeden Fall nicht. Wie ist das bei euch so? Ja, also wir sind da eigentlich eher so die Leute, die auf andere Leute zugehen, auf die anderen Bands und sagen, hey, komm, ich bin hier in Karma, hi, ich bin Jonas, hi, ich bin Fleming. Und dann einfach versuchen, so ein bisschen in Kontakt zu treten. Meistens funktioniert das aber echt gut, man kommt in Kontakt, kann sich ein bisschen austauschen, über Gigs, irgendwelche Sachen, die anstehen oder wenn man irgendwie Probleme mit seinem Equipment hat oder sowas, manchmal führen da auch die Gesprächsthemen hin, dann kann man da das nochmal ansprechen und kriegt hier und da halt immer so ein bisschen Input und hat halt einfach eine gute Zeit. Das macht nicht nur Spaß, sondern bringt einen halt auch weiter. Und wir haben eine Menge Leute, coole Leute kennengelernt und halt auch eine Menge Auftritte dadurch halt reinbekommen und halt auch echt gute Freundschaften gepflegt und natürlich auch aufgebaut. Hey, kleiner Julian, warum weinst du denn? Nur 60% der Leute, die deine Videos schauen, haben meinen Kanal abonniert. 60% der Leute haben meinen Kanal nicht abonniert? Das kann doch wohl nicht angehen. Und ihr lasst es zu, dass dieses Kind weint? Abonniert seinen Kanal. Das kann doch wohl nicht angehen. Abonniert meinen Kanal. Ja. Und bei uns ist es jedenfalls hauptsächlich so, dass wir das so sehen, dass beim Auftritt halt über die Hälfte der Zeit halt die Bands sich im Backstage aufhalten, weil wenn du Bands gespielt hast, gehst du im Backstage und da wäre das halt irgendwie komisch, wenn man nicht mit den anderen Bands in Kontakt treten kann oder weil die unter sich sind. Wir gehen dann halt auf sie zu und ja, wie uns schon gesagt hat, machen uns ein Bier auf, schnacken ein bisschen, erzählen, ja, und dann entstehen halt Freundschaften. Backstage. Und jetzt natürlich die aktuelle Situation, die macht das Band-Dasein insgesamt ein bisschen schwer natürlich. Die Frage ist, wie handelt ihr das? Und was liegt in diesem Jahr eigentlich noch bei euch an? Natürlich durch die ganze Corona-Situation momentan ist das Banddasein ziemlich hart erschwert. Und was bei uns noch so ansteht? Ja, wir hatten halt einige Projekte noch. Wir wollten noch eine zweite EP aufnehmen und noch ein paar andere Projekte. Mehr wollen wir dazu jetzt noch nicht sagen, aber seid auf jeden Fall gespannt. Ja, dadurch mussten wir jetzt halt natürlich ein paar Termine nach hinten verschieben, weil durch das Kontaktverbot halt auch viele Gigs abgesagt wurden und wir die Projekte halt nicht so angehen konnten, wie wir das wollten und deshalb das verschoben haben. Ja, genau. Ich glaube, so geht es nicht nur uns, so geht es so ziemlich jeder Band. Genau. Aber auch in diesen Zeiten gibt es halt auch wieder die Möglichkeit, vielleicht sich zurückzuziehen und auch über das Internet ein bisschen zu schauen und Ideen hin und her zu schicken und einfach zu gucken, was man vielleicht auch hier und da noch einen neuen Song macht oder sowas. Also zu den bestehenden Sachen, an denen man sowieso schon arbeitet. Also es ist halt auch eine neue Möglichkeit, um halt nochmal einen anderen Fokus zu legen. Ja, also wir stehen natürlich, jetzt müssen wir alles ein bisschen zurückschrauben, aber Stillstand gibt es bei uns auf keinen Fall. Wir machen auf jeden Fall weiter, auch nebenher. Und da gibt es ja auch die Möglichkeiten.
Vielen Dank an meinen Kamer. Vielen, vielen Dank, dass ihr da gewesen seid. Hat mich sehr gefreut. War ein sehr tolles Interview. Dankeschön, dass wir bei dem Interview dabei sein durften. Danke an Julian von Mocktastisch. Lasst dem Kanal auf jeden Fall ein Abo da. Like das Video. Und ja, bleibt auf dem Laufenden. Und teilt es mit euren Freunden. Ciao. Ciao. Wenn ihr jetzt heiß auf die Band seid, ich habe euch alle Links unten in die Videobeschreibung reingepackt. Vor allem auch ganz wichtig, der Link zu Spotify. Hört euch die neue EP Monuments an, die ist wirklich empfehlenswert. Ich habe schon reingehört, sie ist wirklich, wirklich geil. Empfehlenswert ist es aber auch, bei unserem Gewinnspiel teilzunehmen. Und zwar verlosen wir ein T-Shirt der Band, entweder in Größe M oder in Größe L. Ich zeig's euch nochmal. Da könnt ihr es sehen, hoffe ich. Sehr geiles Shirt, auf jeden Fall. Ihr könnt es gewinnen, ganz einfach. Ihr müsst bei dem Gewinnspiel natürlich erstmal teilnehmen. Und zwar verratet ihr mir in den Kommentaren unten, wie die neue EP der Band eigentlich heißt. Ich habe es schon ein paar Mal in dem Video erwähnt. Wenn du dir jetzt nicht sicher bist, dann fang einfach von ganz von vorne an und schau dir das Video nochmal an. Ich kann es dir nur empfehlen. Unter allen Einsendungen lose ich dann natürlich den Gewinner oder die Gewinnerin entsprechend aus. Parallel dazu werde ich dieses Gewinnspiel auch auf Instagram veröffentlichen. Das heißt, du hast doppelte Chance. Alle Angaben zur Laufzeit, der Link zu den Teilnahmebedingungen, das findest du alles unten in der Videobeschreibung. So viel Zeit muss schließlich sein. So, und an sich war es das auch schon wieder zum Thema Bandfreundschaften. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann zeig es mir bitte mit einem Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefallen hat, was ich mir nicht vorstellen kann, dann zeig es mir ruhig mit einem Daumen nach unten. Ich kann damit leben. Wenn du irgendwelche Fragen hast, irgendwelche Anregungen, dann schreib es mir unten gerne in die Kommentare rein. Ich werde mich darum kümmern, dass ich diese auch schnellstens und mit reinstem Gewissen beantworten werde. Wenn du jetzt nicht weißt, was du zu tun hast, dann habe ich dir hier oben ein Video eingeblendet. Dann klick's einfach an. Hier hast du die Möglichkeit, meinen Kanal zu abonnieren. Und ansonsten wünsche ich dir einfach noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns spätestens wieder im nächsten Video. Das war Mocktastisch.